Ich gebe den Leuten keine Chance, mein Leben zu beeinflussen. Ganz einfach. Weil es nirgendwo sicherer in ganz Deutschland sein kann, als hier am Stadion heute. Yay, Deutschland! Germany is the best! Well, I feel pretty safe now, because there's lots of police and stuff. But the military still, is there. Yeah, it's still very strange. So we were not very sure if we would go here. But it's a very different game than before. It's just a game of two nations coming together. Vorne an der Ecke stand eine Tasche von einer Frau, die wohl Flaschen sammelt. Und das war die ganze Ursache. Das war auch der Grund, warum wir den Laden hier eben zumachen mussten. Man sieht es leider nicht ganz so gut, aber da laufen sie weg. In der Tasche. Da vorne stand noch das Auto vom Bombenräumkommando. Also hier war kräftig was los. Ich bin vom Freundeskreis und wir verteilen Kerzen für die, für die Opfer in Paris und wir wollen an die gedenken. Ja. Und für den Frieden. Genau. Und für den Frieden natürlich. Und dass alle Wachen hui wegfliegen. Alle Wachen und alle Sprengstoffkörper. Das wäre toll. Die Polizei fordert alle Personen auf, umgehend die Heimreise anzutreten. Wir haben einem Menschen von der Bundeswehr, der wirklich Fälle gespielt hat, haben ihm gerade reingeholfen. Der hat von einem Ordner gehört, dass die angeblich was gefunden haben. Mehr wissen wir auch nicht. Wir müssen auch unsere Sachen jetzt holen. Wir kommen aus Hamburg her und können wir erstmal nicht nach Hause, wenn die Sachen drin sind und die Autoschlüssel. Wir waren fast schon drin und dann wurden wir jetzt wieder zurückgeschickt. Das Spiel wurde abgesagt kurzfristig. Keine Ahnung, was passiert ist. Das verängstigt sich mehr die Menschen hier, ohne Begründung irgendwas abzusagen, als zu sagen, ist abgesagt, ne? Ohne Begründung ist das nicht akzeptabel einfach. Das Problem ist auch, dass viele Leute von weiter weg gereist sind und somit eine Enttäuschung erleben müssen. Ja, ich bin hier heute hergekommen, weil ich zeigen wollte, dass man in Freiheit hier rumlaufen kann, dass man in Frieden und Freundlichkeit und ein Fußballfest feiern kann. Genau darum bin ich heute hierher gekommen. Und das haben die kaputt gemacht. Wütend bin ich. Ich bin einfach nur wütend.